So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario 64. Immer noch in der Wüste, immer noch auf der Suche nach 100 Münzen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade null Ahnung, was irgendwie hier irgendwo Sache ist. Weil ich schon wieder viel zu lange nicht gespielt habe. Ich weiß nur, dass mir da gerade ein Tornado gehörig auf den Wecker geht. Und der mich auch noch nach... Oh, ja, genau, schmeiß mich in den Treibsand. Ich mag dich auch absolut nicht, mein lieber Tornado. Oh mein Gott. Muss ich aufpassen, dass man nicht vom Tornado umgebracht wird, ne? Okay, also verschwenden wir die ersten Minuten, unsere 10-Minuten-Parts, damit nicht zu tun. Und uns noch eine Flugkappe zu holen. So, und ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Münze ich jetzt habe und welche nicht. Also, eins, zwei... Hatte ich dich, Poki? Poki. Poki-Stack, okay. Dann bitte... Blöder Tornado. Mag dich nicht. Und wir verbringen weitere Minuten mit nichts tun. Juhu, juhai, lalalalalala. So. Nächste Runde ab und tschüss. So, jetzt mal da hinten gucken. Ich glaube, hier sind noch ein paar rote Münzen, die mich interessieren könnten. Halleluja. Gut, wir haben es überlebt. Wir sind noch lebend angekommen. Okay, da hinten habe ich die 8 rote Münze gesehen. Ist also scheinbar nichts weiter Wichtiges. Und ich glaube, ich weiß auch, weswegen ich beim letzten Mal abgestürzt bin. Das lag garantiert an diesen komischen Blöcken hier, die hier die ganze Zeit so rummanchen. Ich glaube, ich bin etwas eng über einen rüber geflogen und daraufhin hat es mich dann irgendwie, hat das doch als Treffer gezählt und, ach, schon wieder der verdammte Geier. Was willst du von mir? Ich bin ein armes, süßes, kleines, naja. Auf jeden Fall habe ich nichts für dich. So, diesen Block da, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht, ich nehme ihn trotzdem. Poki! Komm zu mir, mein lieber Poki. Okay, ich will erst die Münze, dann kannst du mich gerne mitnehmen, wohin auch immer du mich mitnehmen. Oh, Mario, du bist einfach zu blöd, wie diese Welt gibst du. Ja, ja, schöne Kameraeinstellung, absolut schöne Kameraeinstellung. Bin genau deiner Meinung, total scheiße. Ach, bitte nicht reflektieren. Reflektieren sei schon falsch abspringen. Okay, das macht dann nochmal 5 Münzen extra. Entschuldigung. Gut, gut, hier kommt gleich wieder dieser Tornado raus. Der nimmt mich gleich wieder mit auf eine Reise, auf die ich gar nicht will. Das ist immer so. Wow, ich bin ihm mal davon gekommen. Ich werde nicht mehr. Wir könnten jetzt noch da oben gucken. Da will ich aber gar nicht hin, weil oben ist blöd. Also gehe ich direkt rein und hoffe, wir haben genügend Münzen. Welchen Weg gehen wir? Links, rechts, oben, unten, dreimal im Kreis. Hier lang. Gumba! Platt. Warum springe ich eigentlich auf den drauf? Das dauert viel zu lange. Also, Gumba, komm mal mit. Danke. Und gib mir deine Münze. Kling. Hier kommt, glaube ich, wieder was runter. Ne, da ist dieser komische Block, der hier meint, hier Tarat machen zu müssen. So, eben. Oh Gott, was man hier nicht so alles sehen kann, wenn man aufpasst. Zum Beispiel hier ist ein Leben. Und ich bin mir sicher, ich habe da oben noch ein Leben gesehen. Oh Gott, ich werde nicht mehr. Diese Pyramide geizt ja nicht gerade damit. So, was hast du uns zu sagen? Die Pyramiden sind... Schön. Nichts Wichtiges. Zack, zack und zack. Nimm mich mit auf eine Reise zu dem Leben, was dort ist. Nimm mich mit zu diesem Leben, was da ist. Mein Gott, dass man ja auch immer diskutieren muss. Okay, da war jetzt nicht wirklich viel Diskussion. Hier muss man aufpassen, weil... Hier kann man nicht wirklich hochspringen, weil es ist Treibsand. Und wenn wir zu lange stehen bleiben, dann versinken wir übrigens auch drin, ne? Keine schöne Erfahrung, kann ich euch gleich sagen. Wenn wir darauf springen, können wir aber, glaube ich, gar nicht versinken. Das Problem ist nur irgendwie, ne? Und man ist langsamer, man kommt nicht wirklich hoch. Und wenn man nicht aufpasst, landet man bei den ganzen Umgespringe hier auch noch in den anderen Treibsand da. Gut, da müssen wir später aufpassen. Das ist jetzt noch nicht wichtig. Zack. Eins. Zwei. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Nun hör auf wegzulaufen. Mein Gott, ich dachte, du willst mich umbringen. Nein, nein, nein. Oh. Fail. Zack.
und drüber und zack und Gumba platt machen. Gumba platt machen. Gumba platt machen. Geht doch. Wir verbringen noch die ganzen 10 Minuten hier drin in dieser Pyramide und irgendwie ein paar hundert Münzen zu sammeln. Ich glaube, hier drüben war noch was. Ich weiß aber nicht, ob das nur ein schnödes Leben war. Könnte ich mir hier gleich vorstellen. Natürlich, was man auch sonst braucht. Ne? Ich meine, wir haben ja auch nur 10. Am besten noch 50 Leben mehr, dann bin ich unbesiegbar. Bis zum nächsten Speichern. Gut, höchst unschön. Höchst unschön mit dem komischen Stachelding. Stachelding sei schon. Britzelding. Aufpassen, dass man aufpasst. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich hasse solche Hangelaufgaben. Ich hasse sie einfach nur. Nehme ich dich jetzt noch mit? Ja. Mehr als 13 kannst du mich auch nicht. Da ist noch ein Leben, das will ich aber diesmal nicht. Ich will dich umbringen. Und deine Münze, bevor sie runterfällt. Danke. Schaffen wir... Ach ja. Du bist zu blöd für diese Welt. Gib's einfach zu. Okay, 1, 2... Ha, doppelt. Gibt's doppelt Punkte. Ach nee, hier gibt's ja keine Punkte mehr. Dann hier hoch. Ich würde sagen, es sieht gut aus. Ich hoffe es zumindest einfach mal. So, dann hier lang hangeln. Und nochmal 5 Münzen kassieren. Ich wüsste auch nicht, ob wir, dass wir draußen irgendwo Münzen vergessen hätten. Von daher muss es einfach passen. Ich meine, ich habe draußen eine rote Münze gelassen. Ich meine, das wird jetzt wohl nicht an den 2 Münzen liegen, die ich hier jetzt nicht habe. So. Aber ich glaube, ich habe mein Mikrofon mal wieder viel zu nah am Mund. So, nehmen wir dich mit, nehmen wir dich mit. Wo diese Münze hier schon ist, nehmen wir dich auch gleich mit. Ja, was mit diesen Münzen auf sich hat, werden wir noch sehen. Ich hoffe noch in diesem Part, weil das müsste ja der letzte Stern sein. Hier müssen wir aufpassen, dass wir gleich wieder Briefmarken, Mario. 1, 2 und 3. No comment. So. Ja, ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert. Zumindest wenn wir diese Münzen jetzt noch mitnehmen. Es muss einfach klappen von den Münzen. Das wäre ekelhaft und gemein, wenn nicht. Ja, auf euch habe ich jetzt ja wohl sowas von viel Lust. Lasst mich einfach in Ruhe mir meine Wege hier gehen. Ich nicht gut spreche Deutsch. Und Akzent machen kann ich auch nicht. Also, komm hoch, Mario, sonst, ne? Du weißt, was passiert. Vielleicht stehst du auf Schmerzen. Ja, nun lass mich mal rüber da. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich lebe noch. Münzen! Münzen! Und Stern! Ja, hi! Gut, damit haben wir den 100 Münzenstern. Puh, ich hatte schon befürchtet. Kleiner Safe State, weil was jetzt kommt, ist ziemlich zeitaufwendig, wenn man verbockt. Und dann hier einigermaßen geordnet runterspringen. Und dabei gut aufpassen, dass man auch da landet, wo man landen möchte. Was hier teilweise nicht leicht ist, weil man hier kaum Orientierungspunkte hat und man hier außerdem ständig platt gemacht wird, wenn man nicht aufpasst. Und nun möchte ich eigentlich in diese Sandgrube da. Also Mario, ne? Geht doch. Dann nun springen. Ich glaube, man kann. Hier kann man nicht sterben durch Versinken, aber was man so vermeiden kann, kann man halt vermeiden. Und das ist der Stern, den wir suchten. Das sind nicht auch diese. Diese Münzen mussten wir einsammeln. Ihr habt die Zahlen gesehen, die erschienen sind, wie wir die Münzen eingesammelt haben. Das ist das Geheimnis der Pyramide. So hieß das Level doch, oder? Ja. Löse das Geheimnis der Pyramide. Und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich in diesem Part noch was geschafft. Ich bin richtig glücklich. Ich dachte, wir sammeln echt nur noch 100 Münzen. Haben wir auch fast nur, weil wir haben hier noch eine knappe Minute. Kling. Jetzt haben wir 12 Leben und das Level hoffentlich abgeschlossen. Ich will nochmal reinschauen. Einfach so. Ja. Wir haben es vollständig und hundertprozentig und ganz sicher. Kurs verlassen und... Ja, wer sich wundert in letzter Zeit, dass ich häufiger einfach mal 10-Minuten-Parts aufnehme, es liegt einfach daran, dass ich wenig Zeit habe. Und ein 10-Minuten-Part ist A, schneller aufgenommen, B, schneller zusammengeschnitten, besser gesagt bearbeitet, sofern was bearbeitet werden muss. Und drittens ist auch schneller mit Rendern. So, wir sollten da jetzt eigentlich alles abgeschlossen haben. Lava Lagune, grüne Giftgrotte.
Big Boost, ja. Alles bis hierhin fertig. Was Wichtiges vergessen habe ich nicht. Dann kann ich euch jetzt ja schon mal Bowser zeigen. Das hier ist die Tür. Dazu reichen eigentlich 30 Sterne. Wir haben schon 66. Wir haben also schon mehr als das Doppelte. Und schon mehr als die Hälfte der notwendigen. Aber bevor wir in Bowsers Lava-Lagune kommen, müssen wir noch ein Level überstehen. Ich werde reinspringen und es euch schon mal zeigen, zumindest wie es heißt. Juhu! Und es ist die Wilde Wasserwerf, genau. Entere Bowsers U-Boot. Das ist die erste Aufgabe, die wir machen müssen. In diesem kleinen Raum hier. Bevor wir dann Bowsers Lava-Lagune betreten können. Allerdings, wie das aussieht, wie das Level aussieht, was wir hier machen müssen und alles andere, was uns eigentlich nicht interessiert, weil wir das eigentlich alles schon kennen sollten, seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.